Hallo, wir möchten Sie im Namen der Volksbank Schermbeck einmal begrüßen. Wir sind der Willi Uhlenbruck als unser Bauleiter und ich als Betreuerin der Volksbank und möchten Ihnen den Erweiterungsbau und den derzeitigen Stand präsentieren. Eine der großen Stärken der Volksbank Schermbeck ist die schnelle Bearbeitung von Kundenwünschen. Da zukünftig alle Mitarbeiter in einem Gebäude sitzen, können Kundenanliegen noch schneller bearbeitet werden. Gerade für die Firmenkunden ist es von Vorteil, dass die Kreditspezialisten mit dem Vorstand Tür an Tür sitzen. Der Erweiterungsbau ist eine Investition in die eigenständige Volksbank Schermbeck, die für die Menschen wahrnehmbare und gute Lösungen schafft. Ich würde vorschlagen, wir schauen mal rein, gucken uns die Räumlichkeiten an, um dann mal die Vorstellung richtig zu haben, der Aufteilung und so weiter, das macht Sinn. Und es hat sich inzwischen einiges getan. Beim Erweiterungsbau, der direkt am Volksbankgebäude an der Mittelstraße 54 anschließt, ist der Rohbau inzwischen fertig. Mittlerweile sind sogar im Außenbereich die Klinkerarbeiten gestartet. Wir schauen uns mal den aktuellen Stand im Innenbereich an. Also fange ich mal an. Hier sind die Torquemadbänder schon aufgestellt. Elektroinstallation schon eingebaut. Stahlzangen stehen parat. Und hier vorne habe ich einige Skizzen angelegt für Detaillösungen. Beziehungsweise alle Fensterpositionen sind angezeichnet. Die Fensterelemente werden am 15.09. bereits eingebaut. Hier zu sehen sind bereits die Kabelkanäle für die Elektroinstallation und die Leitungen für das Klimasystem. Die hier entstehenden Räume werden durch Glasstellwände getrennt. Im unteren Stockwerk entstehen übrigens Beratungs- und Mitarbeiterbüros. Hier sehen Sie die Stahlbetontreppe, die später mit Basalt-Naturstein verkleidet wird. Wir befinden uns jetzt im Foyer, dem zukünftigen Eingangsbereich für die Kunden. Hier kann man direkt von unserem Parkplatz aus ins Gebäude gehen. Man trifft auf eine kleine SB-Zone. Linksrum kommt man in das Altgebäude rein, wo weiterhin der Service- und Schalterbereich angesiedelt wird. Und rechtsrum kommen wir dann in den neuen Bürotrakt. Im ersten Obergeschoss, oberhalb des Foyers, entstehen weitere Büros für die Firmenkundenberatung. Diese werden unterteilt in Gruppenbüros, Arbeitsbüros und Beratungsbüros. Durch die Nutzung von Gruppenbüros wird die Kommunikation und der Austausch zwischen Mitarbeitern noch einfacher. Im hinteren Bereich des Stockwerks befindet sich der Vorstandsbereich. Hier sehen Sie die Teambüros des Kreditbereiches. Der Altbau und das Erweiterungsgebäude werden übrigens in beiden Stockwerken miteinander verbunden. Hier kommen wir jetzt ins zweite Obergeschoss, in unseren neuen Besprechungsraum, neues Sitzungszimmer für größere Besprechungen, Veranstaltungen. Wie auch in den anderen beiden Etagen ist das Sitzungszimmer mit unserem Altbau verbunden. Auch dort haben wir ja noch ein großes Sitzungszimmer, sodass man auch größere Veranstaltungen verbinden könnte. Vorrangig wird mit Unternehmen aus der Region gebaut. Wichtig bei der Planung war das Thema Barrierefreiheit. So wird es beispielsweise einen Aufzug bis hoch in den Sitzungssaal geben. Geplant ist eine Fertigstellung im Herbst 2023. Es wird allerdings noch bis Winter 2024 dauern, bis alle Mitarbeiter aus der Filiale an der Weseler Straße ebenfalls die neuen Büroräume bezogen haben.